Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung heute. Danke, Botze. Wir haben gekämpft ohne Ende heute. Es war ein so schwieriges Spiel. Die haben viel lange Bälle gespielt, wir haben viele Zweikämpfe gewonnen. Ich glaube, das war wirklich gut ins Spiel gekommen, wenn wir viel Press oder viel Druck gemacht haben auf die. Ich glaube, in den ersten 5 Minuten hatten wir schon 3, 4 Ecken oder was. Ja, da fehlt halt leider nur das Tor. Ja, schade, können wir mehr draus machen, aber unterm Strich haben wir das Spiel gewonnen und das ist, glaube ich, wichtig. Vielleicht war es im Nachhinein sogar gar nicht so gut, weil wir dann danach ein bisschen nachgelassen haben, weil dann Nürnberg so die Pressing-Phase hatten. Da müssen wir uns auf jeden Fall in der Zukunft steigern. Weil das darf so nicht sein, dass wir also in Führung gehen und dann auf einmal das Heft komplett aus der Hand abgeben, bis wir den praktisch die Tür zum Spiel wieder aufmachen, dass die dann mit dem 1-1 nochmal reinkommen. Wenn man kommt rein auf der Bank, du musst so bisschen Aggressivität reinbringen und einfach viel laufen. Und ich kann auch ehrlich sagen, meine Leistung in die letzten so 3, 4 Monate auf und Anfang an war nicht so, wie ich erwartet hat. Und heute so einen Schritt vor. Ich glaube, dass ein langer Ball kommt. Ich mache den Schritt vom Scheffler, kriege so den Ball. Kapp dann, glaube ich, noch mal ein bisschen ab, weil ich Brennen sehe, wie der draußen geht. Dann versuche ich, den Steil zu gehen, gehe nach. Außenverteidiger kommt rein, der kommt mit voller Wucht. Und ich habe Cello gesehen, der läuft von, ich glaube, der Mittelkreis. Ja, ich spiele mich an, ich hau ihn rein. Ja, am Ende war es dann wirklich nur Kampf. Jeder ist noch mal reingesprungen, haben sich in die langen Bälle reingeworfen. Ist dann auch schwierig, wenn die Ochsen vorne bei denen sind. Ich glaube, hätten wir da noch mal das 2-2 am Ende gekriegt, wo Kuba auf der Linie den Ball noch mal klärt. Ja, das wäre schon brutal gewesen, weil ich glaube, dass wir es auf jeden Fall verdient gehabt haben, heute zu gewinnen. Unterm Strich haben wir gewonnen, das ist das, was zählt.